Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarians. Ich würde jetzt gerne irgendwas Tolles sagen, so was in der letzten Folge passiert ist, aber ich glaube, wir haben in der letzten Folge nicht wirklich viel Fortschritt gemacht. Ich habe wieder mal so ein bisschen gefarmt und nach dieser einen Tür gesucht. Ja, und es ist tatsächlich so, dass sie, da war so ein Raum, wo ich nicht ordentlich nachgeschaut habe. Also, ja. Eine Tür, die wir noch nicht als Tür markiert haben. Stellt sich halt jetzt nur die Frage, wo das jetzt war. Oh Mann. Ich glaube, wir waren am Ende der letzten Folge, waren wir da. Oder war das... Ist es nicht, ne? Was ist denn das jetzt hier eigentlich nochmal für eine Tür? Aua. Oder? Nee, das ist es. Hier ist die Tür. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich einen anderen Weg vor Augen. Aber gut. Hier sind wir. Also, ja. Da war so ein Raum, so ein Kreisraum. Und da war quasi, da konnte man abbiegen und nach rechts gehen. Und da wäre dann halt diese Tür hier gewesen. Ja. Naja. Lol. Das ist halt so die Sache. Du hast rote Türen, die dann auf einmal gelb sind. Und du hast Türen, die da wohl noch keine Türen sind, weil du da noch nicht warst und bla. Und das sieht so ein bisschen nach Kampf hier aus. Gut, dass ich gespeichert habe. Also, ich glaube, ich habe gespeichert, ha? Wahrscheinlich erstmal hier ran. Ja. Ach so, nee. Das ist ein Fahrstuhl. Na gut, dann doch kein Kampf. Mal fahren wir mal so ein bisschen. Und natürlich kommen hier Gegner. Oh, ich glaube, das macht nicht so viel Schaden, ne? Hui. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das zieht. Das zieht ordentlich. In den Knochen. Hui. Zack, tot. Ring out. Okay, Ring out war jetzt nicht wirklich... Oh nein! War das jetzt zeitlich unpassend? Habe ich zu lange gebraucht? Weil ich hätte doch gerne was von dem bekommen. Er hätte doch sicherlich was fallen gelassen, oder? Ah, okay. Oh, Skip? Dein fucking Ernst? Oh nein, nein, nein. Ich wollte nur den Text wegklicken, das nicht nehmen. Ja, ich setze es auf jeden Fall später ein. Mal gucken, was der Boss... Der nächste Boss, wenn eine Schwäche hat. Mal gucken, vielleicht liegt hier noch irgendwas. Nee. Ah, da. Ah ja, immerhin ganz okay. So, damit bin ich so minimal einverstanden. Hier, wo doch jetzt aber bestimmt der gute Spider kommen. Ich glaube... Auch mittlerweile zu wissen, wieso der Spider heißt. Wahrscheinlich wegen seinen Schuhen. Ich pfeife mir sicherheitshalber schon mal eine ein. Nicht, dass... Wer weiß, ob ich nachher dazu komme. Wobei, das war jetzt vielleicht ein bisschen unklug, weil ich werde ja eigentlich immer automatisch gefüllt. Oh. Nicht schlecht. Recovery-Pille. Für den Fall der Fälle. Also geht er davon aus, dass ein Lebensbalken reicht. War doch nur eine Kontaminierung. Alles gut. Das ist so seine Schwäche, schätzungsweise. Naja, wir wollen doch keimfrei vor dem Bosskampf sein. Ich glaube nicht, dass er das... Er sich dann eine Erkältung bei uns holt. Also für den Fall, dass er uns besiegt, möchte er ja auch lebendig rauskommen. Kann ja sein, dass wir Eichhörnchen-Aids haben oder so. Irgendwas, was ansteckend ist. Und dann denkt er sich so, scheiße, jetzt habe ich ihn besiegt, aber sterbt trotzdem. Das wollen wir ja nicht, ja? Also wir wollten eigentlich, glaube ich, auch siegreich aus diesem Kampf hier hinausgehen. Sicher bin ich mir da aber nicht. Er weiß, dass Ryan fort, vielleicht will er sich ja wieder opfern für die Menschheit. Macht doch so viel Spaß. Das sieht so... weitläufig aus, vielleicht liegt hier noch irgendwas.
Nö, anscheinend nicht. Okay. Auf die andere Hälfte verzichte ich jetzt mal. Ach, ich nehme schon mal, glaube ich, eine blaue. So. Damit das jetzt nicht dann ganz ungünstig passiert in dem Kampf. Ah, hier. Jo. Energiekontrollterminal, aber... Ach, er hat's noch drauf. Da muss ich wahrscheinlich mehrere davon aktivieren. Ja. Er hat noch seine tolle, tolle Fähigkeit. Aber... Ja, was aber? Nix aber. Huh. Plötzlich sind sie wieder großzügig. Stehen diese Farben für irgendwas? Wahrscheinlich für die Kräfte, ne? Wobei, das ist Blitz. Blitz haben wir noch nicht so wirklich. Nelken. Diese Fähigkeit, die ich nicht habe. Oder vielleicht steht das auch für die drei Galarians oder so. Ich mache mir da vielleicht auch zu viele Gedanken. Das sind einfach nur Farben, Ravon. Da steckt nichts dahinter. Rion, you made it. What a pleasant surprise. Ash. Ach, er? Look at all of this waste uranium. It could end the world. If all of these containers were opened, mankind would be eliminated in seconds. Rion, don't you think that humans have a suicide wish? They try to live longer, only to meet a more terrible death. They're such sickening hypocrites. But as for me, I simply can't live without this. Of everything. A hell for you and me. Ja, wer fand, dass es eine gute Idee ist, den Salzsteuermann während der Zwischensequenz durch die Kamera laufen zu lassen? Oder was heißt durch? Also hinter. Okay. Das hier, dass mein Anvisieren auch einen bestimmten Effekt auf ihn hat. Anscheinend muss ich ihn ja anvisieren, sonst mache ich ja keinen Schaden, oder? Oh! Hohohoho! Schön vielleicht. Okay, das ist beeindruckend. Damit jagst du meinen ganzen Emulator in die Luft. Hier vielleicht das Schild. Gott, Gott, Gott. Wieso habe ich das Gefühl, dass das ein geskripteter Kampf ist und ich gar nicht gegen den gewinnen kann? Reicht das? Bringt das was? Nee. Nee. Nee, du. Weil einfach mal. Das geht aber. Feuer einsetzen. Oh ja. Also, falls ich ihn besiegen kann, wäre das der richtige Weg. Wo bleib ich dann einfach stehen? Oh, 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 oh. Gerade so, gerade so. Deswegen auch die Pillen, weil sie wussten, dass man hier gezwungen den Schaden nimmt. Oh. Ich sag euch, der Emulator macht das nicht ewig mit. Das ist natürlich ungünstig. Nein.
Kein Saft mehr. Wow, das war unspektakulär. Aber sollte es wahrscheinlich auch sein. Hab mich schon machtlos gefühlt, muss ich zugeben. Finding it tough. Rion, your attacks are having absolutely no effect on me. And do you know why? Because you're full of useless garbage. Useless garbage? Someday you'll understand. Me and you, we were created by the same mother. But I can't understand you one bit. Why? Why go this far? Why do you still fight for the humans? Look at you, you worthless scum. Even if I killed you, it wouldn't mean a thing. Mother is calling me, commanding me to revive her. So, Rion, do you think you can stop me? Here. Why? Why am I here? Would Ash really have carried me here? Why? I'm not going to let him get away with it. Musste diese Kussszene jetzt sein? Noch nicht mal Lilia hat eine Kussszene gekriegt. Wieso er und sie nicht? Und wieso dann... Oh ja, wir leben jetzt nur noch, weil er großzügig ist. Das ist echt toll, dieses Storytelling. Habe ich jetzt nicht schon zwei? Oder wie sieht's aus? Ja, ich habe zwei. Ja, ne? Zack! Nee, Moment. Hä? Wieso nicht? Wieso? Wieso sollte ich das tun? Okay! Kann die zwei Skipper anscheinend momentan nicht einsetzen. Pff, dann halt nicht. Okay. Sollte mich vielleicht mal... Oder? Keine Ahnung, vielleicht komme ich jetzt auch irgendwie raus. Ich habe so das Gefühl, als wäre die Heilung gerade ein bisschen rausgeworfen, weil wir jetzt vielleicht mit dem Schiff wegfliegen oder so. Mit dem Schiff. Mit dem Flugzeug. Also jetzt bin ich wieder hier. Wird er wahrscheinlich wieder dieses Monster kommen, oder? Da. Hätte da speichern können, aber... Bin doch ein harter Draufgänger. Ich mach's jetzt mal nicht. Wäre ja ganz cool, wenn diese Kreatur wiederkommt. Vielleicht gibt's mir ja wieder einen Skip. Nö. Einfach direkt hingesprungen. Ohne die hübsche Fahrt begutachten zu dürfen. Das war's dann schätzungsweise mit diesem Areal hier. Ja, was soll ich jetzt davon... Moment, was ist das für Gegner? Oh shit. Okay, ja, ist ja gut. Ich nehme das ja schon. Was soll ich jetzt davon halten? Pff, ja. War wieder auch mehr Luft als wirklicher Inhalt. Also die Räume sind dafür, dass man nicht so viel machen kann, wirklich schon groß. Und es war wieder so dieses Metallige halt. Dieses Bunkerartige, was wir ja schon eigentlich mit unserem Stützpunkt haben. Ich hoffe irgendwie, dass der nächste Abschnitt vielleicht ein bisschen mehr zu bieten hat. Ein bisschen mehr Optik, andere Farben. Oder irgendwie mehr Horror.
mehr Absurditäten. Das ist alles so generisch hier. Das könnte, wie gesagt, jedes PlayStation 2 Spiel sein. Muss ich denn da jetzt irgendwie... Muss ich doch, oder? Ich hab doch meinen Soll erfüllt, oder nicht? Ja, wollte gerade sagen, lass mich doch rein. Disappeared behind the waste uranium. I can't follow after him there. But what? But Ash said he was going to see Dorothy. Dorothy? The Mushroom Tower. That's where he'll try to bring her back to life. I'm going to access the family program data one more time. Roger that. Also, wir waren jetzt in Galerians 1, in diesem Mushroom Tower, in Galerians 2 quasi. You idiot! You piece of scum! Why didn't you kill Rian? You disapprove? I want to see his suffering and badly beaten body. Well, then why don't you kill him, Pirano? I won't stop you. I'll kill you before Rian, you dog. Pirano! Please stop. Ash probably has a good plan. Stay out of this, you coward! What are you hiding? You think this is funny, Nitro? Why don't you just slice him? You haven't got the guts, that's why. What did you say? I'll go this time. Just me. Don't forget, Rian doesn't know who I am yet. We all have to get our share of the feast. Altogether a nasty bunch. Ja. Von allen ist er mir am wenigsten unsympathisch, der Ash. Ja, wir waren im normalen Spiel im Mushroom Tower, jetzt dann am Anfang hier. Zwei, dreimal. Just land this thing. Am Anfang gespielt und jetzt gehen wir da wieder rein. Wow. Und den Galerian-Haufen, den mag ich da auch nicht so sehr wie die alten. Die alten hatten irgendwie mehr Seele. Waren irgendwie cooler. Die ist einfach. Sind einfach ein Haufen Vollidioten, finde ich. Nicht so wirklich. Die stechen nicht so wirklich heraus. Wie die anderen. Und das ist wieder. Eine lahme, langweilige, metallgraue Optik. Also es... Oder nee, Moment. Ach nee, okay. Tut mir leid, mein Fehler. Wir sind ja jetzt wieder in unserer Basis, glaube ich. Es gibt eine Tür, die zur Lobby führt, aber sie ist verbarrikadiert. Habe ich denn eine Bombe? Da vielleicht? Ach, der Kampf ist nicht zu vermeiden. Ja. Ich glaube auch. Habe ich das eben gesagt? Komm, greif an. Ja, das heißt ja jetzt nicht im Umkehrschluss, dass alles quietschebunt sein muss und grün-blau, also die gesamte Regenbogenpalette halt. Aber es fällt schon auf. Es fällt schon mega krass auf. Ist ja eigentlich so, dass umso mehr man... Oh shit! Gerade noch... Oh mein Gott! Ach nee, Moment, ich hab ja... Hihi! Huhu, lulul, ich hab ja gar nichts mehr! Oh shit! Hätte ich das überlebt? Nein, Rian! Diese unnötige Spannung. Wollen mal ein bisschen. So. Komm, dieser eine Gegner. Ja! Rian, du bist ein verfickter Hurensohn. Er wollte auch nicht anvisieren oder so, ne?
Gespeichert habe ich ja, glaube ich, ja, kein Problem. Ja, es fällt schon auf. Und es ist ja auch eigentlich so, dass wenn man, also Spiele, die Spiele sind ja auch so ein bisschen wie. Die haben ja so eine Assets. Also die Spiele werden ja auch teilweise so ein bisschen Baustein, also die Areale bausteintechnisch aufgebaut. Und eigentlich ist es auch so, dass wenn du Bausteine derselben Art immer wieder verwendest, die auch dieselbe Farbgebung haben, dass du dann auch weniger CD-Speicherplatz verbrauchst. Also eigentlich sollte die Tatsache, dass das hier alles ähnlich aussieht und dieselbe Farbgebung hat, dafür sorgen, dass das Spiel länger sein kann. Aber wenn ich mir so die Playlist von dem Let's Player anschaue, bei dem ich ständig immer nachgucken muss, weil ich nicht weiterkomme, dann ist das Spiel sogar kürzer als der erste Teil. Wie auch immer das möglich ist. Ja. Aber naja. Das tut mir jetzt wirklich leid, aber so viel verpasst haben wir jetzt ja auch nicht. Da spiele ich halt gleich von Anfang an defensiver. Oh, guck mal. Ich sollte eher sagen, hör mal, plötzlich ist Musik da. Ich habe halt auch nicht so wirklich hundertprozentigen Plan, wie weit. Und da so viel abgezogen. Da machen die sich gegenseitig fertig. Wie weit dieses Green hier geht. Ne, es heißt ja Nelken. Wieso heißt das grüne Nelken und das rote? Wieso hat das rote keinen eigenen Namen? Oh, guck mal hier. Und dann bin ich ja noch dem Zufall ausgesetzt. Plötzlich kriege ich dann doch eine gelbe. Und plötzlich sieht alles anders aus. Plötzlich ist alles anders. Ja. Schauen wir mal das noch. Wobei, ich sollte jetzt vielleicht die Folge beenden. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt eine Zwischensequenz kommt. Ja, Leute, das war's heute mit Let's Play Galarian's Ash. In der nächsten Folge schauen wir mal, was so passiert. Ob wir dann wieder 8 Stunden in unserer Basis rumtapsen müssen oder ob wir dann direkt in den Mushroom Tower gehen können. Der dann genauso aussieht wie am Anfang. Also das Einzige, was sich verändert. Das würde ich dem Spiel wirklich zutrauen. Ich meine, wieso sollte sich der Mushroom Tower auch über die 6 Jahre verändert haben? Der Mushroom Tower wird genauso aufgebaut sein wie am Anfang des Spiels. Bei diesem Backup, glaube ich. Oh mein Gott. Hab jetzt schon keinen Bock drauf. Kein Bock mehr drauf. So, ja, bis zum nächsten Mal. See ya. Wie gesagt, ja, man kann sich wirklich, ich meine, ich habe das jetzt die letzten Folgen immer und immer wieder gesagt, man kann sich durchaus die Frage stellen, wieso spielt sie denn noch weiter? Ich bin, wie gesagt, wirklich daran interessiert zu sehen, ob es vielleicht noch diesen einen Moment hat, diesen einen Moment, wo man sich denkt, wow, dafür hat sich jetzt gelohnt. Also, dass wirklich irgendwas Abgefucktes passiert. Irgendwas, was einem in Erinnerung bleibt. So wie bei Galarians 1, so dieses Hotel, dass da alle gestorben sind. Oder, dass es vielleicht noch so einen krassen Story-Twist hat, wie im ersten. Irgendwas Tolles. Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Ja. Mal schauen. See ya.